Sportathleten sind Piloten überhaupt noch zu hoffen, eine Höchstleistung an. Ja, das ist ein Rennsport. Also es ist halt auch so, die Leute überhaupt. Die Leistung an den Teilen, die da auf die Gruppe, die steht da hinten auch noch. Die haben wir auch noch da und die sind ganz verschwunden da. Da war das jetzt nicht mehr nur die Größe mit dem Motor, die auch die 1-2 gerade. Volkssportlich nannte man ja dieses Flugzeug immer die Düngerhunde. Und genauso sieht es auch. Ganz kurze Start und Landung werden wir hier jetzt sehen. Und böse Zungen behaupten, wo der Pilot nicht geleitet wird, verspreuter Brennnesselsamen. Aber es ist nicht so, der Beste, da ist so ein Gries drin. Ich habe getestet vorher. Ich musste das machen, ich wurde gezwungen, damit er hier keinen Brennnesselsamen verstreut. Und wir werden jetzt den Leeranflug sehen, dann wird er zu einem tiefen Überflug hier kommen und wird uns zeigen, dass diese Streuvorrichtung auch wirklich funktioniert. Ja, es gab ja viele, viele Fotografien, das hat geklappt, bis jetzt mache ich hier langsam. Ja. Danke. Das sind die Landung. Das haben ja die Mannkranken auch gemacht. Erstmal ein Probeflug. Ne? Erstmal gucken, ob wirklich alles funktioniert. So, dann sehen wir den großen Eimer. Jetzt wird erstmal aufgefüllt. Flugfächer nochmal gucken, Abnahme machen. Ist Grieß. Es ist Grieß, ja. Ja, die Kennung der Hinterflug drauf. Die schauen hinter dem Cockpit, ist wie gesagt der Tank, wo jetzt aufgeflügt wird, daneben unten ist unser kleines Fenster. Da ist auch eine Tür drin, da ist dann auch früher mal der... Guck mal, wie viel da reingeht. Ja, ja. Guck dir das mal an, die Hütte wird voll gemacht. Da hinten saß dann immer der Mechaniker drin von den Piloten. Ja, im Rückausflug ist dann der Mitgeflug von Platz zu Platz. Und da hat er auch dann vor der Ziel, da hat er die Lasse geflügt. Ja, so, jetzt geht's wieder weiter. Zack! Und weg ist er. Ah, sehr schön, ne? Ja, das ist gut. Und vor allen Dingen, Heiner, wir befinden uns eigentlich noch auf dem Agrarflugplatz, weil, werte Zuschauer, wenn wir jetzt mal von uns aus gesehen hier zur linken Seite schauen, da ist noch diese Absperrung zu sehen, wo die früher immer drin gestanden hat, ja, diese Z37. Die Reste von der Dame. Da haben wir ja vorhin schon gesagt, das ist auch sehr weitsinnig, dass die gemeinsame Liegenplatz hier so erhalten hat, für alles, was passieren kann. Das haben wir extra so gemacht. Doch. Jetzt geht's los. It's off. Jetzt wird die Dünn. Ja, viel mehr experimentiert, wie das so funktioniert hat. So, der Dünger ist raus. Jetzt wächst der Grieß auf den Dünger. Jetzt werden wir gleich wieder einen Landeanflug sehen. Und jetzt achten Sie mal drauf, werte Gäste, wie diese Maschine landet. Sie wird sehr, sehr kurze Landestrecke haben. Genießt es natürlich schon, jetzt sind die Klappen gesetzt. Angedrückt, wie das Original. Ja, genau. Die sind in 45 Grad Winkel. Top-Landung. Auch im Original gelandet. Ja, jetzt sind wir aber laut hier. Einmal noch.